Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Jeder Motor, jedes Fahrzeug hat seine eigenen Krankheiten, Probleme und Sachen, die wirklich teuer in der Reparatur sind. Wenn ihr vorhabt, ein Fahrzeug zu kaufen, ist es immer sinnvoll zu wissen, was man kauft. Denn viele Komponenten, wie zum Beispiel ein Katalysator, ein Partikelfilter oder auch eine teure Batterie und viele, viele andere, sind Verschleißteile und unterliegen auch keiner Gebrauchtwagengarantie. Und wenn man hier zum Beispiel 2.500 bis 3.000 Euro für einen Partikelfilter bezahlt, dann will man vorher wissen, ob man dieses Fahrzeug kaufen will oder halt nicht. Oder wenn ihr ein Fahrzeug selber habt und nicht viel in teure Reparaturen investieren möchtet, gibt es immer die Möglichkeit, bevor es teuer wird, richtige Maßnahmen zu ergreifen. Deswegen bieten wir für diejenigen, die nicht zu uns kommen können, eine Fernwartung an. Dabei schicken wir euch ein Kabel zu. Ihr braucht einen Laptop mit Windows und Internetzugang und dann können wir von hier aus auf das Fahrzeug zugreifen und die einzelnen Komponenten prüfen. Das heißt, wenn ihr vorhabt, ein Fahrzeug zu kaufen, wir prüfen einzelne Komponenten, auf die gehe ich etwas später ein, was genau, wie Injektoren, Partikelfilter, Dreiklappen und. Genauso auch bei den Benzinern gibt es viele verschiedene Sachen, die wir prüfen. Und dann habt ihr eine Verhandlungsgrundlage an den Verkäufer. Ihr könnt schwarz auf weiß zeigen. Die Bilder schicken wir euch parallel per WhatsApp. Dann seht ihr die Soll- und Ist-Wertvergleiche und wie der Zustand halt ist des Fahrzeugs und könnt den Preis entsprechend halt verhandeln. Genauso ist es halt, wenn ihr ein Fahrzeug habt und ihr möchtet wissen, was da genau los ist, weil viele Sachen kann man halt vermeiden, dann können wir euch anhand der Bilder, könnt ihr sehen, Ist- und Sollwertvergleiche, wo man aktiv werden kann, bevor es richtig teuer wird. Wenn es natürlich schon ein Problem existiert, dann können wir natürlich auch eine Diagnose machen. Das heißt, wir können das Fahrzeug diagnostizieren, wie ein BMW-Vertragspartner oder eine Niederlassung das machen kann und euch entsprechende Handlungsempfehlung empfehlen, die unabhängig ist. Denn ihr seid von uns weit entfernt, wir müssen euch nichts verkaufen und dann könnt ihr das Fahrzeug natürlich bei euch in der Nähe reparieren lassen. Diese Möglichkeiten haben wir. Auch über diese Fernwartung können wir Updates machen, Kodierungen, Modifikationen, das ist alles möglich. Aber wir fangen erstmal damit an. Ich zeige euch, was wir prüfen können und welche Möglichkeiten wir überhaupt haben. Der Partikelfilter eines Dieselfahrzeugs ist ein sehr, sehr wichtiges Bauteil und kann auch sehr teuer werden. Der Partikelfilter selber kostet um die 2.500 Euro. Wenn man zu spät erkennt, dass er nicht regeneriert oder reinigt, kann auch als Folgeschaden ein Turbo kaputt gehen. Deswegen kann man mit einem BMW-Tester im Vorwege prüfen, in welchem Zustand ist mein Partikelfilter. Dieses Fahrzeug hat knapp 100.000 gelaufen und leider ist der Partikelfilter relativ voll. Man sieht hier bei verschiedenen Ist- und Soll-Wert vergleichen. Mit dem BMW-Tester kann man zum Beispiel sehen, der Partikelfilter sollte einen maximalen Wert im Leerlauf haben von 35. Wir haben hier 17. Das heißt, wir haben hier eine Beladung von fast 50%. Hier sieht man die Beladung, wie es ausschaut bei 2000 Umdrehungen. 75 ist der Maximalwert und wir haben hier 56. Und das nur bei 100.000 gelaufen. Wir haben keine Fehlermeldung, der Kunde weiß davon nichts. Deswegen, durch solche Prüfungen kann man sehen, was Sache ist und präventiv was machen, bevor es teuer wird. Die Injektoren oder Einspritzdüsen spritzen den Kraftstoff in den Brennraum. Natürlich haben wir die Problematik mit dem heutigen Kraftstoff. Wir haben einen Biodieselanteil, deswegen halten leider die Injektoren nicht so lange, wenn man normalen Kraftstoff tankt. Würde man zum Beispiel Aral Ultimate oder Shell V-Power tanken, dann hätte man natürlich länger was für Injektoren. Nur die meisten Fahrzeuge sind Leasingrückläufer und da wird einfach das Billigste von den Billigen getankt. Wie auch bei diesem Fahrzeug. Wir haben 100.000 gelaufen und wir sehen zum Beispiel die Injektoren, die haben hier Werte von 1,1. Das ist nicht normal für so eine Laufleistung. Das heißt, man muss immer schauen, dass bevor es zu spät ist, man entsprechend handeln kann, denn so ein Injektor kostet pro Stück um die 550 Euro. Bei vielen Fahrzeugen kann man nicht mehr einen Injektor tauschen, denn BMW hat verschiedene Revisionen von Injektoren rausgebracht und die sind leider nicht miteinander kompatibel. Jeder Diesel hat drei Klappen. Das heißt, wir haben hier eine Ansaugbrücke und in der haben wir drei Klappen, die bewegen sich. Das Problem ist, durch die Abgase der AGR, irgendwann verrußen die drei Klappen und fangen an zu klemmen, so wie hier zum Beispiel. Bei den neuen Fahrzeugen werden die drei Klappen elektronisch angesteuert. Bei dem alten Fahrzeug hatten wir so ein Unterdruckventil. Daher hatten alte Fahrzeuge wie E60, E90, E39, für die war das egal, ob die drei Klappen klemmen oder nicht. Bei den neuen Fahrzeugen merkt das Fahrzeug sofort, ob die klemmen oder nicht. Und wenn die klemmen, dann wird die Regeneration des Partikelfilters unterbrochen. Und ihr bekommt davon leider nichts mit. Man kann mit dem BMW-Tester prüfen, in welchem Zustand sind die drei Klappen, klemmen die oder klemmen die nicht.
Wir haben hier eine Sollkurve und eine Istkurve. Ihr seht, rot ist die Sollkurve, blau ist die Istkurve. Und ihr seht, die drei Klappen in dem Fall klemmen nicht. Die Kurven liegen übereinander. Das ist eine sehr, sehr gute Nachricht und weist darauf hin, dass die Ansaubrücke entsprechend sauber ist. Nach der Ansaubrücke haben wir den Motorblock, da wo die Ventile sich befinden. So sehen zum Beispiel die Ventile aus oder ihr habt hier auch ein Bild. Die Abgase, die durch die AGR in den Motor eingeführt werden, bleiben nicht bei den drei Klappen hängen, sondern beziehungsweise nicht nur da hängen, sondern auch im Motorblock selber. Daher prüfen wir jetzt die Versottung. Wir haben Volumen in verschiedenen Drehzahlen, die hat das System gespeichert und wir prüfen mit den Werten, die das Fahrzeug hat. Daher haben wir Ist- und Sollwerte und können sehen, in welchem Zustand ist die Versottung bei diesem Fahrzeug. Das Auto wird verschiedene Drehzahlen angefahren und die Werte werden entsprechend halt uns gezeigt, wie ist der Sachverhalt bei verschiedenen Drehzahlen im Vergleich zu den Sollwerten, die man haben sollte oder was halt schlimmsten Fall sein kann. So, hier sieht man das. Das sind die Maximalwerte unterer und oberer Maximalwert und das sind die Werte in den verschiedenen Drehzahlen. Man sieht hier, im Fahrzeug hat 100.000 gelaufen und wir haben eine Versottung schon knapp bei 10. Was heißt das für uns? Das heißt, wir haben ein Volumen, wo Luft normalerweise reingehört. Aber das Volumen hat sich verkleinert. Das heißt, wir haben genauso viel Kraftstoff wie früher, aber wir haben jetzt auf einmal weniger Luftvolumen, was reinpasst, weil dort, wo es Luftvolumen sein sollte, haben wir Dreck. Dadurch haben wir eine zu fette Verbrennung. Als Folge haben wir natürlich mehr Ruß und was den Partikelfilter natürlich zusetzt. Wenn ihr an sowas Interesse habt, schreibt uns am besten eine Mail oder ruft uns einfach an. Wir schicken das Kabel euch zu und dann können wir einen Termin machen und prüfen die einzelnen Sachen. Dann habt ihr auch eine Dokumentation, was mit dem Fahrzeug los ist. Und nach einem Jahr oder zwei kann man das Fahrzeug wieder prüfen und gucken, ob Sachen sich verändert haben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.